Hallo Leute, willkommen zurück zu Samcat und einem neuen Video. Und zwar spielen wir Light in the Darkness. Es ist wohl so ein kleines trauriges Spiel. Es geht so um einen kleinen Jungen, der irgendwas mit seinen Eltern passiert ist, keine Ahnung. Und da gucken wir uns einfach mal rein und wir schauen mal, wie das Spiel so ist. Ne? So, also in dem Spiel leider nur Englisch, Französisch und Arabisch, denke ich mal. So. Und wir können natürlich nichts machen. Ah, doch, hier können wir. Mit Tastatur können wir. Viel machen. Das Videogame was designed to be used with a controller. Okay. Das heißt, wir nutzen einen Controller. Und ich habe hier so einen schönen Xbox-Controller, so einen einfachen für 15 Euro. Reicht also vollkommen. Ihr müsst jetzt nicht so ein Riesending da kaufen. Gucken wir mal. So. Light in the Darkness. Erstmal Option. Wir müssen die ganze Musik erstmal ausmachen. Nicht, dass es nämlich da noch Ärger gibt. So. Language. Ah ja, okay, so Englisch. Lumen, was bedeutet Lumen? Wahrscheinlich irgendwie heller oder sowas. Das kann natürlich sein, Fullscreen, Windowed Fullscreen. So, das reicht vollkommen. Okay, gut, New Game, starten wir voll rein. Also ihr seht es, das ist der Junge, ja. Und ich hoffe, jetzt kommt so ein Intro, damit man so ein bisschen versteht, worum es hier eigentlich geht. Are you sure you want to start a new game? Yo. Juli, 6. Juli 1938. Nazi Germany. Oh, nee. Es geht auch noch alles in Englisch. Oh, Mann. Warum sind wir Deutschen schuld? Jetzt erst hackt man hier auf englischen und russischen Spiel unter Leuten rum. Jetzt sind wir Deutschen dran, ne? Nazis. Scheiße. With Nazi Germany annexing Austria, President Franklin D. Roosevelt proposed an international conference to meet and came up with a solution for the quarrying number Jewish refugees fleeing the Third Reich. Okay. Also, er macht eine. Der Franklin D. Roosevelt hat wohl in Austria, also in Österreich, zusammen mit Germany, also Deutschland, eine Konferenz einberufen. Da soll es wohl um eine Lösung gehen, weil es immer mehr Flüchtlinge aus dem Dritten Reich gibt. So. All told, Roosevelt was not in attendance himself. Representatives from 32 countries, 6 small European democratic nations, the Latin American nations, Austria, Australia and New Zealand all meet in Evian, France. From July 6 to July 15, 1938 to discuss admission of refugees. Aside from the Dominican Republic agreeing to take in refugees for huge amounts of money, none of the countries would budget and the solution was never established. Okay. Okay, das ist ein bisschen kurz zu fassen. Also irgendwie sind ja ganz viele Countries mit eingebunden. 6 kleinere europäische demokratische Nationen. Wurde mit einberufen, Lateinamerika, Nation aus von Australia, also Australien, New Zealand. Und alle haben sich so in Evian getroffen in Frankreich am 6. Juli bis zum 15. Juli und haben so ein bisschen über das Ganze diskutiert. So. Aside from genau. So, und da haben sie jetzt festgestellt, dass das ganz schön viel Geld kostet. Die brauchen sehr viel Money, also sehr viel Geld. Und keiner dieser ganzen Nationen möchte sozusagen viel Geld aufbringen oder hat kein Geld dafür. Und deshalb gab es halt noch keine Lösung. Bis jetzt. So. März 1993. Samuel, hurry up, you don't want to be late. Ah, ist natürlich in Englisch ist es natürlich ein bisschen doof, ja, aber okay. Ich wurde eingeladen, das Spiel zu testen. Mal gucken. So. Ich soll jetzt aufstehen hier. Ich sehe ja lustig aus. Hallo. Okay, also es gibt nicht viel. Kann ich das auch mit der. Ich kann das ja natürlich auch mit der Maus. Aber wir machen es mit Controller. Also mit Tastatur geht auch. Maus geht natürlich nicht, aber Controller geht. So. Kleines Bett, neben großem Bett, also hat er bei Mami und Papi noch geschlafen. Rennen kann ich leider nicht. Ist da hinten irgendwas?
Nein. Hätte sein können, dass hier schon gleich so ein Gimmick versteckt ist. Wir gucken mal. Ich bin noch ein sehr, sehr kleiner Junge. Das sind meine Eltern. Hallo Mama. Okay, Ach, wir wollen los. Okay, wir wollen gerade los. Und ich darf meine Hausaufgaben nicht vergessen. Jetzt geht's wo in die Schule. Na, komm ich da ran? Jawohl. Ich komm da ran. Okay. Hallo, Papa. Okay, er möchte den Shop öffnen. Wir müssen also gehen. Okay, tschüss. Oh. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Keiner macht die Tür zu, wir lassen es einfach auf. Hier kommt man auch nicht rein, okay. Also ein bisschen schneller laufen wäre nicht schlecht. Oh, ist das? Es scheint wohl ein Bettler zu sein, der und sie regt sich auf, weil er halt hier rumläuft. Scheint wohl die Vermieterin zu sein. Hallo, Frau Vermieterin. Genau. Sagt, sie mag es nicht, dass sie halt hier rumstreunen wie wilde Tiere. Das nervt. Und sagt mir guten Morgen. Und ich soll mich beeilen. Ich soll ja nicht zu spät kommen. Hallo, du. Okay, scheint wohl doch kein Bettler zu sein. Er war letzte Nacht im Schlamm. Beziehungsweise hat ganz viel, war wohl regnerisches Wetter oder so, keine Ahnung. Und ist von Schlamm getreten und macht jetzt sozusagen da alles dreckig. Und er sollte mehr, oder er möchte mehr respektvoll sein gegenüber diesem wunderschönen Gebäude. So. Ja, mein School-Englisch, ne? Mein Schulenglisch ist zwar nicht so das Beste, aber lesen kann ich es irgendwie. Sprechen fällt mir noch schwer, aber was ich ist, kann er noch werden, ne? So. Gucken wir mal. So, okay. Jetzt geht's los. Ah. Wo gehen wir denn jetzt hin? Okay, hier geht's also schon mal nicht weiter. Also falsche Richtung. Es geht nach links. Halt doch mal ruhig ein bisschen schneller laufen können. Oh, was ist mit ihr? Hallo. Och, kann ich wohl nicht lang. Papa, geh mal aus dem Weg. Kann mich hier ran? Nee, hallo. Und die guckt mich sogar an. So. Alles klar. Hey, halt, stopp, ich muss mit dir reden. Hallo, 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 ich möchte mit allen reden. Okay, er möchte nicht mit mir reden. Okay. Aber er hätte ruhig ein bisschen schneller laufen können, also wirklich. Da steht einer, okay. Den kann ich auch nicht reden, der hat ein Problem mit seinem Auto. Na? Kann ich mit euch reden? Nö. Hallo, hallo, guten Morgen. Wo ist das hier? Schöppel leer. Kann ich da rein? Nee. Okay. Warum laufen wir eigentlich zu Fuß? Ist ein Kaffee. Krieg ich einen Kaffee? Nö. Oh, so eine heiße Schokolade. Wäre doch gut. Ach, das ist der Laden bestimmt hier.
Da, Steadys Laden. Have a good time, ist gut. Also hab einen schönen Tag in der Schule. Werde ich haben, Papa. So. Good day at school, sagt die Mama. Achso, nee. Er sagt zweimal dasselbe, okay. Oh, bringen wir Papa zur Arbeit. Alles klar, deshalb fahren wir nicht ein Auto, weil das Geschäft ganz in der Nähe ist. Oh, jetzt bin ich schon in der Schule. Oh, ich kann nicht schnell laufen. Oh Mensch, ist das toll. Hallo, was ist hier? Hallo Samuel, wir spielen Chuck's Edit. Möchtest du mitspielen? Was auch immer das ist. Don't remember how? Ich weiß nicht, wie es geht, oder? Es ist einfach. All you have to do is listen. Alles, was du tun musst, ist zuhören, was ich dir sage und das dann nachmachen. But only if I say Chuck's Edit first. I'll be Chuck's ready. Okay. Touch your nose. Touch air, touch nose. Ah, okay. Great job. Okay, next one. Ah, die macht was vor und ich muss es dann nachmachen. Touch you ear. Ein komisches Spiel. Ist okay. Ach so, ich muss es wiederholen. Ah. Touch your head. Touch your head. Jetzt hab ich. Hä? Chuck's Edit, touch your head. Oh, mach ich doch. Great job, okay. Touch your nose. Okay, also head und nose. So, touch head. Touch nose. Hä? Das fängt ja schon richtig gut an mit dem Spiel hier. Check the dead, touch your ear. So, habe ich gemacht. So, next one. Touch your head. Ach so, nee, stimmt. Erst wenn sie Chuck's Edit hat, muss ich glaube was anderes machen. Nee, auch nicht. Ich verstehe es nicht. Das ist eben der Nachteil, wenn man hier sowas. Was hat sie? Touch your. Was? Touch your head? Ich glaube, touch your head war es. Keine Ahnung, ich habe jetzt gerade nicht gelesen. Okay, nächste. Touch your nose. So, jetzt mache ich die Nose. Touch nose. It was so much fun, but I have to get to my parents' shop. See you tomorrow. Bye, okay. Okay, ich muss jetzt zu a shop. Und, ja. Ach, ich muss dahin. Okay, also muss ich jetzt wieder zurück. Okay. Ach, das ist gleich in der Nähe. Ach so. Die Schule ist gleich in der Nähe. Alles klar. Der Shop. Okay. Hallo. Okay, ich will nicht stören. Hallo, Papa. Wo
Would you mind giving me a hand and help Mr. Gosselin while I finish up here? Würdest du mir helfen und müsstest du mir bei Mr. Gosselin helfen? Warte mal, would you give me a hand and help Mr. Gosselin while I finish up here? Ich soll wohl irgendwie jemandem helfen und ich soll warten, bis er. Oder ich soll so lange warten, bis er ihm geholfen hat. So kann das sein. So, dann gehe ich eben zu Mama. Mama, ach so, Mama näht und Papa verkauft. Verkauft. Alles klar, jetzt verstehe ich das. Hallo, Mama. Ja, toll. Da muss ich jetzt mit ihm sprechen. Ja, ich muss mit ihm sprechen. Ah, ich soll ihm doch helfen. Also, ich lucke. Hallo Samuel, ich schaue nach einem Blue Tie, was immer Blue Tie heißt. It's a little something for my Easter Outfit. Do you think you can find one for me? Also, irgendwas Blaues. Soll jetzt für ihn was suchen. Okay. Irgendwas Blaues. Ah, hier liegt irgendwas. Und jetzt habe ich irgendwie ein Inventar oder so? Nee. Jetzt. Blue Tie sucht er. Ach, da. Ach, so ein Hefter oder was? Tie heißt wohl Hefter. Okay, verstehe. Hier hast du deinen Hefter. Bitte sharpest man. Okay. Hier können wir sonst noch mit dir helfen? Nein, ich habe alles für heute. Danke. So. Okay. Okay, wir gehen gleich nach Hause und. Oder geh nach Hause und bereite dich fürs Essen vor. Ich werde den Shop noch schließen. Okay, dann gehe ich halt wieder. Dann gehe ich jetzt nach Hause. Der Letter von Polen. Der Brief aus Polen. Es klopft an der Tür. Ach, ich darf auch die Mama spielen. Okay. Okay, Mr. Abramowitsch. Ein Brief für Sie aus Polen. Oh, von meiner Mutter. Danke, Marie. Weißt du, was deine Familie tut, wenn Germany also ein Krieg mit Polen startet? Ich bin mir nicht sicher. Kannst du kurz auf Samuel für eine Minute aufpassen? Ich muss kurz Moses helfen, den Shop zu schließen. Aber natürlich. Okay, die hat es wohl eilig. Das heißt, ich musste wohl ganz schnell dahin. Lauf, Horus, lauf! Hallo, Kinders. Oh, was jetzt? Videosequenz? Luma, was ist los? Ich habe einen Brief aus Polen bekommen.
Ja, die Eltern sind irgendwie geflohen. Und die wollten sich melden. Aber da kein neuer Brief gekommen ist, denkt sie wohl, sie sind weg oder gestorben. Oder haben sie gefangen. Wir können nicht an sowas denken. Deine Mutter und dein Vater sind die klügsten Köpfe, die ich je getroffen habe. Die kommen schon durch und wir werden sie auch bald wiedersehen. Ich hoffe, du hast recht, Moses. Oh, so viel Text eigentlich für so eine kurze Bedeutung, ne? True Among Things, keine Ahnung. So, wie war deine Schule, Samuel? Es war gut, Papa. Das freut mich zu hören. Hast du einiges gelernt? Ich habe das. Wir haben Protas Grimm-Geschichte gelesen. Das ist wundervoll. Ich weiß, dass du Liebesstories magst. Of course, Brothers Grimm. Auf jeden Fall, Brothers Grimm, eine altes. Ich kenne all den ihre Geschichten. Was für eine Story war es? So, there was a servant who was leaving the shop and he was given 3 coins. Okay, da war irgendjemand, ich weiß nicht, was Servant heißt, der hat jetzt seinen Shop verloren. Oder hat den Shop gekündigt und hat 3 Coins dafür gekriegt. Auf der Suche nach einem neuen Job hat er einen Zwerg kennengelernt, der ihn gefragt hat, ob er einen dieser Coins haben darf. The dwarf who asked him for one of his coins because the young servant could walk for more coins and the old dwarf could not. Okay. Das heißt, der Junge, also er sollte ihm einen Coin geben, weil er noch arbeiten könnte und der alte Zwerg konnte es nicht mehr. So, der Junge war einverstanden, habe ihm den Coin gegeben. Und to say thanks, the dwarf offers him 3 wishes. Okay, und dann hat er 3 Wünsche bekommen von dem alten Zwerg. He wishes for a gun that will always hit its targets. Also er wünscht sich eine Waffe, die immer ihr Ziel trifft. A fiddle that makes everyone dance when he plays it. Okay, eine Fiddle, wahrscheinlich eine Violine, die jeden zum Tanzen bringt, wenn er sie spielt. Und die Kraft and the power to have all his quirks. Okay, und die Kraft, alles zu schaffen, was er möchte. Er hat alle seine Wünsche bekommen und ging weg. So, ist er verschwunden. Soon he comes across a fat man with a big nose and a long beard. Okay. Dann kam irgendwann ein dicker Mann mit einer dicken Nase und einem langen Bart. Who says he wants a bird singing in the trees. Und er wollte einen Vogel in den Bäumen singen. Oder hat ein. Ja, wollte einen Vogel in den Bäumen singen hören oder sehen. So, the servant shots him for him and falls. Ah, und dann hat der Junge ihm runtergeschossen. Hit for him and it falls into a bunch of thorns. So. Also, er hat ihn dann. Der Vogel wurde dann erschossen von dem Jungen. Und, dann flog der Vogel irgendwo rein. So, bunch of thorns, keine Ahnung. Etwas viel von irgendwas, keine Ahnung. The man walks into the thorns to get the bird when the servant starts playing his fiddle. Okay, thorns heißt wohl irgendwie Gebüsch. Also er ist ins Gebüsch gegangen und hat den Vogel da rausgeholt. Und der Junge, der spielte dann die Violine. So, der Mann, der tanzte dann im Busch. Achso, hieß wahrscheinlich Gestrüpp. Jetzt heißt es hier Busch. Also er tanzte im Busch, getting all scratched up and tattered, and begs the servant to stop, but the servant keeps making him dance, saying it was because his people own lots of slaves and the thorn bushes are punishing him. Ah. Okay, also er hat, also der dicke Mann, der wollte, dass er aufhört mit Spielen, aber der Junge sagt, nein, ich höre nicht auf zu spielen, weil, ich möchte, dass du weiter tanzt. Pilgrim und lots of slaves. Genau, weil der dicke Mann sehr viele Sklaven hatte
und er möchte ihn damit bestrafen. Und er war in Dornbusch gefangen und deswegen durch das Tanzen hat er sich jedes Mal wehgetan. So, Mose sagt, das ist genug. Denn Moses sei nicht so hart. Es ist nur eine Geschichte. Er weiß es nicht besser. Ah, hier geht es um Propaganda, ja. So. Nein, Bluma, das ist nicht richtig. Er sollte nichts lernen über so eine Propaganda. So. Habe ich was Falsches gesagt? Hat der Junge jetzt gefragt. Und die Mama sagt, nein, du hast nichts falsch gemacht. Du bist nicht in Gefahr. There's no use upsetting the boy, he doesn't understand. Ja. Wir sollten den Jungen nicht aufregen, was er noch nicht versteht. So. Ich würde ihm das erklären, ja. Mein Sohn, du musst verstehen, es ist nicht alles so, wie es scheint. Manchmal ist es nicht nur eine Geschichte. Manchmal ist es ein Weg. Manchmal ist es ein Weg, die Leute dahin zu leiten, wo eine Gruppe sie hinhaben möchte. So, sagt die Mama jetzt, Moses, er ist nur ein Junge. Sagt der Papa, nein, es betrifft ihn ja schon. So, er muss verstehen, was da draußen passiert. Das ist ja auch richtig, ne? So, in so einer Welt, in so einem Umfeld ist es schon wichtig, seinen Kindern zu zeigen, ne? Oder zu erklären, worum es ist. Und ich denke mal, daran handelt dieses Spiel auch, um so einen kleinen Jungen sozusagen zu begleiten und auch einen kleinen Jungen sozusagen das beizubringen. Oder vielleicht zeigt die Geschichte auf, wie man diesen Jungen das beigebracht hat. What he needs is to be a child as long as possible and not worry about things like this. Genau. Er sollte, solange es geht, eigentlich ein Kind sein und sich nicht über solche Dinge Gedanken machen. So, dann fragt der Junge, über was für Dinge? Ja. Sagt die Mama, Samuel, geh bitte in deinen Raum. Ich muss mit deinem Vater alleine sprechen. Oh, geht doch ganz betrübt. Ich kann doch nicht mal schneller gehen. Ganz betrübt geht er da jetzt hin. Der hat noch nicht mal Spielzeug. Er geht jetzt einfach schlafen. Geht doch nicht. Samuel, I need you to understand that here. There are people out there who want to hurt Jews just because they are evil. Okay, Samuel, ich möchte, dass du verstehst, dass es da draußen Leute gibt, die einfach nur Leuten wehtun möchten, ohne irgendeinen Grund. Sometimes they use mean pictures and sometimes stories like the one you learned about today, because people that Jews are bad people. Genau. Also manche Menschen, also er soll verstehen, dass manche Menschen andere Menschen wehtun möchten. Und diese Geschichte, die er heute gehört habe, ist so eine Geschichte, die sozusagen andere Menschen gegen andere Menschen aufhetzt. Ja? Oh, Moses, ich habe was für dich. Da kriegt er ein Buch. Ich weiß, wie viel oder wie gerne du Geschichten hast und Füchse. So habe ich dir dieses Buch mitgebracht über einen braven Fuchs, der Reinhard heißt. Und dieses Buch war mein Lieblingsbuch, wo ich seitdem ich ein Junge war. Ich liebe es, danke Papa. Mai 1939. Okay. Schau, Samuel, Frühling. Es ist der wunderbare Beginn eines neuen Lebens. Und eine Zeit für etwas Neues. Weißt du, was ein Wort, jiddisch Wort, ein jüdisches Wort, ein jüdisches Wort, okay, es geht hier um eine Judenfamilie, okay. Jetzt verstehe ich es, es ist eine jüdische Familie, okay. Hat er gerade gefragt, wie das Wort heißt auf Jüdisch und so. Und exactly, Blossoms are a promise of new begins, genau. So, Blossoms, irgendeine Pflanze. Das geht jetzt so schnell. Ich kann manches drücken, aber manches kann ich jetzt nicht drücken. Keine Ahnung.
Ah, und jetzt kommt die. Ah, wir spielen so die Geschichte, wie Deutschland in Polen eingefallen ist. Und die Juden sozusagen Dings hat. Okay. Es hat so an die Geschichte von dieser Anne Frank, ne? Aber hier spielt man halt so einen kleinen Jungen. Jetzt erfährt er wohl gerade, dass die da eingefallen sind und jetzt merkt er gerade, dass da sein Opa und seine Opa und Oma da sind. Und wahrscheinlich ist mit dem was passiert. Ja. Okay, ist überall Chaos, die Leute fliehen. Die Briten und Frankreich haben sich wohl gegen Deutschland gestellt. Und die feiern jetzt, dass da was passiert. Und ja. Frankreich, ne? Genau. Jetzt hat sie ihn gebeten, in ein Kinderzimmer zu gehen und da soll er sein Buch lesen. Mai 1940. So. Ich hoffe, er speichert das irgendwie ab hier. Oh, jetzt kommt ein Video. Schon fast wie in der Schule. Bisschen Lehrmaterial. So wie Frankreich ist das. Ah, haben die Deutschen also eingenommen. Da landet er da einfach, ey. So alt ist der Eiffelturm schon, krass. Das Krasse ist, dass er das in seinem Spiel einfach so zeigen kann, ne? Schön krass. Ich glaube, deswegen gibt es auch keine deutsche Sprache dafür. Weil das so noch nicht so... Der 80. Paris. 1940 Juli. Jetzt packen sie alle, wollen wahrscheinlich alle abhauen. So, wir kommen weg von den Fenstern now. Also jetzt. Aber warum gehen alle? Samuel, du musst verstehen, es ist eine sehr schwere oder eine sehr erschreckende Zeit für Juden. We are afraid that something bad. Also wir müssen vorbereitet sein, dass irgendwas passiert. Wir müssen bald flüchten, so wenn es nötig ist. Und oh, das geht wieder so schnell. Ja, ich drück gar nichts. Lass mich das doch lesen, ey. Aber du hast keine Angst, doch ich. Ja, ich habe keine Ahnung. Es ist.
Wenn man so ein Spiel entwickelt und jemanden Deutschen das sozusagen in die Hand drückt und sagt, hier machen wir bitte Content dafür, dann sollte man das schon so machen, dass man es auch lesen kann. Mensch. Aber im also allgemein geht es halt darum, wie gesagt, man spielt hier einen kleinen Jungen, der sozusagen gerade miterlebt, wie sozusagen die Deutschen in Polen hier einwandern. Und die müssen halt auch bald flüchten. Ja, und jetzt gehen sie wahrscheinlich oder wollen nach Amerika gehen. Der Vater weiß nicht, wo es sicher sein könnte und möchte auch nicht als Obdachlose irgendwo sein. Da kriegt es natürlich alles mit, ne? Building Reinhardt. Ah, jetzt darf ich sozusagen den Fuchs zusammenbauen. Und aber dafür machen wir jetzt erstmal Schluss. Wir spielen beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, wir können das abspeichern. Hoffe ich doch. Und müssen wir gucken, ob man weiterspielen kann. Okay, gut. Also, das war, wie gesagt, The Light in the Darkness. Sehr interessante Geschichte. Mal ein anderer Blickwinkel, muss ich sagen. Also, es geht hier um einen jüdischen Jungen, der das so alles mitverfolgt, wie gesagt, wie die Deutschen hier einwandern. Und sozusagen. Es ist hier in Polen und also es ist ein polnischer Jude und da wird gerade so die Geschichte erzählt in den Augen eines Kindes und ja, scheint auch irgendwas mit dem Fuchs zu gehen. Da baut sich wahrscheinlich jetzt ein Fuchs und ja, mal gucken, ja, wie es weitergeht. So, wenn euch das gefallen hat, wie gesagt, bleibt dran, Daumen nach oben geben bitte und uns abonnieren. Ja, nee. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Abo freuen, über einen Daumen hoch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss, Sikorski.